Warte, ein Hoch auf Warcaster, ne? Ja. Ja. Alles klar. Also, Maramros, der Weg vor dir ist frei und du hörst draußen hinter der Wand laute Kampfgeräusche, Zauber durch die Luft fliegen, Pfeile abschießen. Das war jetzt wahrscheinlich fürs Magic Missile, oder? Ja. Gut. Was möchtest Sollte du aber auch noch reichen. Ja, reicht auch noch. Machen wir's. Also Weg ist vor dir frei, du hörst draußen Kampfgeräusche. Genau, ich bin gerade überlegen. Ich würde dann... Wo geht's denn hier eigentlich noch mal laut raus? Am Dämon brüllen. Ja. Ja. Also draußen ist anscheinend ein Dämon. Ist hier schon eine Tür? Oder muss ich entweder hier durch oder hier durch? Die Tür ist genau da. Okay. Das hier, das rote ist Tor. Mhm. Alles klar, dann würde ich meinen Rapier aufnehmen, wegstecken. Rapier. Ja. Also wenn französische Ding. Und, also wenn du aufnehmen willst, dann würdest du aber dann deine Bonus-Action benutzen. Ja, genau. Aber ich will den da nicht liegen lassen. Okay, alles klar. Möchtest du dich noch bewegen? Und dann würde ich halt mal so langsam aus der Tür, aber mich halt noch nicht ins Kampfgetümmel reinstürzen, sondern ich hoffe noch auf einen Sneak Attack dann bei der nächsten Runde. Alles klar. Deswegen gehe ich da erstmal vorsichtig raus. Alles klar, sehr schön. Dann wieder Top of the Round. Nach hier. Mhm. Narapir mit dem Rapier. Wie sieht denn Richard aus? Richtig doof. Also echt nicht gut. Also, wenn Richard gerade aus dem letzten Loch gepfiffen hat, ja. dann hat Richard doch jetzt in der letzten Runde 3 zusätzliche Löcher bekommen. Ja, auf jeden Fall, dann nutzt Narapir seinen letzten Level 3 Slot und castet Healing Word auf Richard und macht so heile, Segen, 7 Tage Regen, 7 Tage Sonnenschein, bald wird alles besser sein. Alles klar. Einmal auf Level 3. Und der Kriegsmagier castet kein Counterspell. Kann er nichts, hat er nichts mehr. Bist du sicher? Ja. Dann ist es gut. Genau, das heißt, dann bekommt Richard 19 Heilung. Ordentlich. Ich glaube, ich sehe jetzt wieder so aus wie am Anfang des dieser Session. Ja. Wie viel ist dein Max-HP? Also ich bin... Müsste über 50 sein, ne? Meine maximalen Lebenspunkte sind über 50, ja. Alles klar. Also Richard schaut noch ziemlich angeschlagen aus, aber die schlimmsten Wunden bei ihm sind geschlossen. Ja. Und er sieht wieder halbwegs passabel aus. Aber es war ja nur meine Bonus-Action. Ja. Jetzt kommt doch die normale Action. Da haben wir hier einmal einen Eldritch-Blast gegen unseren Herrn Boss. Was für ein? Wir haben mehrere. Ja, der erste, das ist eine 15, das könnte nicht reichen. Narapir, du musst mir schon sagen, wen du anzielst. Den Boss, habe ich doch gesagt. Den Kirsten-Boss. Ja. Gibt wohl mehrere Bosse. Sagen wir so, alles, was nicht Kleingrusch ist, also Banditen, das ist für mich schon ein bisschen, zumindest offiziell. Deswegen. Sagen wir Elite. Gut. Elite, genau. Der Schwarzhand. Die haben einen blauen Namen. Die haben einen blauen Namen drüber. Okay. Im Interface. Der Verfluchte. Der Verfluchte, alles klar. Also 15 trifft nicht. Ja, dann machen wir das gleich nochmal. Ein zweites Mal. Und da haben wir... Okay, das wird auch nichts. Also wenn die 15 nicht trifft, dann die 9 auch nicht. Ja. Es ist... Verdammt, ich hätte mir letztes Bardic Inspiration nehmen können, um mich selber da zu buffen. Verdammt, dass ich machen müssen. Nächstes Mal dann. Ja, ich glaube, der Kampf wird nur länger gehen wie eine Runde, glaube ich. Ja, aber da hätten wir noch ein bisschen was machen können. Also deine zwei Notenschlüssel Eldritch Blast ziehen links und rechts an seinen Ohren vorbei. Treffen leider auf kein gutes Gehör. Der scheint schon ein bisschen taub zu sein von deinen zwei Crits, die du gerade letzte Session rausgab. Plus einen Crit diese Session. Ja. Alles klar, Richard. Du bist Richard wieder schaut den kalt. Dämon vor sich. Richards Sicht ist jetzt plötzlich nicht mehr verschwommen. Das geschwollene Auge ist zurückgegangen. Er sieht diesen vermeintlichen Dämon vor sich
statt vom Dämon zum Priester, zum Magier. Ich kenne mich zwar mit Magie aus, aber von diesem Religionsnonsens habe ich keine Ahnung. Wenn hier irgendwer einen Dämon beschwören kann, wahrscheinlich der Priester. Und deswegen, ich wollte es mir eigentlich für den eventuellen Kampf gegen die Hydra aufheben, aber ich zaubere meinen letzten Level 1 dort für Inflict Wounds gegen diesen Priester. Alles klar, dann inflikten Sie mal. Ich glaube, da brauchst du einen Tech Roll, ne? Ja. Alles klar. Ja, den sehe ich nicht. Der, glaube ich, hat aber auch nicht viel. Ich nutze meine badische Inspiration. Ja. Das ist ein D8, richtig? Da müsste jetzt Narab hier antworten. Ein D8, ja. Für ein insgesamt 18 zum Treffen. Alles klar. Wie möchtest du ihn erledigen, den Herrn? Ach, jetzt darf ich ihn freiwillig erledigen, aber der letzte hat sich einfach in Asche verwandelt. Nee. Meine Hand, die Narben auf meiner Hand nehmen diese schwarze, kohleartige Farbe an. Ich greife nach ihm an den Hals und seine Haut, meine Hand fängt in dem Moment an, hell aufzuglühen und seine Haut verkohlt einfach am Hals und er geht zu Boden. Autsch. Ich schaue panisch zurück zu diesem vermeintlichen Dämon, ob die Besessenheit zurückgegangen ist. Nö. Keine Veränderung. Der Verdammt. Dämon kommt anscheinend woanders her. Es ist der Magier. Also wenn wir jetzt bei Darkest Dungeon wären, hätte Richard danach eine Affliction. Definitiv. Alles klar. Das war der Action. Möchtest du als Bonus-Action noch was machen? Ich kann, glaube ich, nichts Sinnvolles als Bonus-Action machen, deswegen nein. Ich möchte bloß anmerken, da fliegt noch eine Spiritual Weapon von dir rum. Ja, die bewege ich irgendwie den Gang runter, aber ich glaube nicht, dass die zeitnah hier runterkommt. Deswegen habe ich mich nicht mehr um sie gekümmert. Okay, alles klar. Wollt's bloß anmerken. Ich will ja fair sein. So, warte, das war jetzt Kampfrunde 3. Kann ich halt mit 20 Fuß die Runde bewegen und... Ja. Nee, 2. Das sind irgendwie 120 Fuß. Okay. Eventuell, egal, ich bewege es mal wieder 20 Fuß näher ran. Alles klar. Ist jetzt irgendwie da oder so. Okay, dann ist der Bogenschütze dran. Der Bogenschütze legt an, sieht Maramros ums Eck kommen und legt auf Maramros zweimal an und versucht ihn mit Fallen zu löchern. Mit relativ gutem Erfolg, also zumindest einer wird treffen mit 20. Genau. Ich hätte, glaube ich, doch vorher nochmal schleichen sollen. Naja, gut, ich denke, hier wird auch nicht so viel Deckung gewesen sein. Wahrscheinlich das wären 9 Piercing Damage, als dich ein Pfeil mitten im Knie erwischt. He got the arrow to the knee. Yeah. Ja, again. Klassischer möchtest Skyrim. Möchtest du was machen? Ja, achso, kann ich nochmal? Ich bin ja die du letzte kannst, Runde. Doch, es ist eine neue Runde. Stimmt, okay, dann würde ich einmal dodgen. Okay, dann halt wir den Schaden. Alles klar. Wird ja aufgerundet. Das war die Runde des Bogenschützen. Und damit wäre der Kleriker dran, aber der Kleriker, der hat ins Gras bissen. Dann wäre Fianna dran. Fëanor, wir bräuchten eine Runde von dir. Achso, Fëanor, ich bin der Fëanor. Schönen guten Morgen. Fëanor macht nochmal. Der schießt zweimal auf den Magier. Alles klar, dann gib ihm. Erster und der zweite. Gibt's doch nicht. Nee, trifft nicht. Ich frage mich, ob Fëanor Ball noch genug Pfeile hat, weil der hat plus 20 im Köcher, möchte ich auch merken. Ja, das langt. Gut. Dann ist der Magier dran. So. Ich bin ja immerhin fleißig und ziehe das immer von dem Ding ab. Ich habe jetzt noch ganze 12 Pfeile. Alles klar. Der Magier hebt seine Hand. Hoppla. Alles klar. Der Magier hebt seine Hand, merkt, dass
die Banditen auf der rechten Seite mit Narcox ein bisschen Probleme haben und schießt ihm ein Level 2 Magic Missile entgegen. Nicht nett. Das kann ich nicht cutting würden, das ist gemein. Weil da kein Counter-Spell oder kein Shield. Nichts dagegen zu machen. Und da kommen dir 14, ich glaube Force Damage entgegen. Ja, das als geht. Als 4 Projektile gegen deine Rüstung schlagen und dich schmerzhaft in den durch deine Schuppen dringen. Ja, das schluckt die Temporary HP, ne? Von Arm of Agathys. Erst die Temporary HP und dann geht's auf die normalen. Ja, aber der Effekt wird nicht ausgelöst, ne? Was ist hier nee, das muss ein Nahkampfangriff sein. Damit endet auch das Spell, glaube ich. Ja, das ist richtig. Alles klar. Also die Eiskristalle, die. Was war das nochmal? Das elektrische Feld, das so. Das elektrische Feld um Narcax verschwindet. Erlischt. Jo. Und ich bekomme 14 minus meine 5 Temporary, also 9. Alles klar. Das war der Magier. Damit ist Narcax dran. Wie möchtest du dich rächen? An dem Magier kann ich mich leider gerade nicht. Doch, ich kann mich an dem Magier rächen. Also, als Main Action, das fand Narcax jetzt nur so bedingt witzig. Deswegen öffnet er sein Maul und spuckt Blitze. Benutzt meine Atemwaffe. Okay, jetzt muss ich bloß kurz schauen. Die Banditen bis hier sind definitiv drin. Wie es jetzt mit dem Bandit Captain aussieht, weiß ich nicht. Meine Atemwaffe hat Linienform. Ach, Linien, okay. Ja, ich bin Blue Dragonborn. Ah, okay. Das ist eine 5x Fuß 30 breite Linie. Also, und ich der da so ist an. Drin, der da ist drin, na geil halt. Der ist drin und der Magier ist drin. Ja, ich würde sagen, die beiden sind auch drin. Welche? Der und der. Ich bin mal großzügig und Stück, ja. Ich bin mal großzügig und sage, sie sind gerade noch drin. Die müssen da einen Dex-Save machen, ja, wenn ich mich richtig erinnere. Also das sind jetzt 1, 2, 3, 4 Banditen. Ich muss bloß kurz nachschauen, was der Dex-Save ist. Ich glaube. Okay. Okay, das waren 4 Banditen. / R. Und da kommt jetzt überall plus 1 Modifier drauf. Das kannst du schnell selber schauen. Die 9 und die 5 haben den Safe nicht geschafft. Und jetzt ist die Frage, ob die anderen beiden vollen Schaden, nur halben Schaden kriegen oder gar keinen. Die, glaube ich, kriegen halben. Gut, 21 hat ihn auch geschafft, das ist der Mark, ja. Also der erste kriegt Hälfte, der kriegt Ganzen, der kriegt Halben, der kriegt Ganzen. Dragonborn. Okay, der Damage war 8, ne? Also der erste hat ihn verkackt. Minus 8. Der hat minus 4. Der hat minus 8. Also damit hast du schon ziemlich gut aufgeräumt. Also die haben insgesamt schauen da manche von denen nicht mehr so frisch aus. Ja. Und den haben wir minus 4. Alle, die den Save geschafft haben, bekommen volle 8 Lightning Damage und alle, die der Rest 4. Genau, und alle, die den Save verkackt haben, bekommen 4. Ja, das heißt, hat er den Save geschafft oder nicht? Der hat ihn geschafft. Der hat ihn verkackt. Der schaut nicht mehr so gut aus. Dann kriegt er als Bonus-Action noch mein Spiritual Weapon ab. Alles klar, dann hau drauf. Siebzehn trifft. Machen sie 3 Damage oder mehr, dann ist er hin. Mhm. Ist mehr. Ja. Wie möchtest du ihn erledigen?
Narkax schießt in seinen Mund, zeigt mit seinem Finger kurz hinter den Banditen, auf etwas hinter den Banditen. Dieser dreht sich um und sieht, und das Letzte, was er sieht, ist Klonk, in dieser Hammer ins Gesicht schlägt. Und fällt einfach um wie ein Sack Kartoffeln. Ja. Alles klar. Dann ist der Bandit Captain drauf. Achso, du möchtest noch was machen? Nein. Ich habe alles gemacht. Alles klar. Zu machen. Inspiriert davon, dass er Richard letztes Mal getroffen hat, geht er wieder mit neuer Energie ran und haut wieder dreimal nach ihm. Also du siehst Skimmys Haar und Dolch durch die Luft fliegen. Und es ist eine 17, eine 6 und eine 10. Habe ich nicht ganz verstanden, aber ich glaube nicht, dass die treffen. Ich will nichts über 20 gehört habe. Ne, 17, 6 und 10. Das war kurze Euphorie. Ja, wie gesagt, 6 und 10 wird angezeigt, die 17 nicht. Wow. Irgendwas scheint da wohl gerade mit diesen Würfeln kaputt zu sein. Ich glaube, generell an 20. Genau, ja. Das hat ein bisschen Probleme, ja. Also hier schließt ein Bandit auf, der versucht sein Glück auch an Richard. Hier schließt auch einer auf und diese zwei Banditen machen sie so langsam auf Richtung Maramros. Die sprinten sogar hin. Okay. Sprinten. Ja, wobei der kommt sogar hin, der kann einmal angreifen. Ich hätte, glaube ich, noch die eine Runde warten sollen, bis ich dran bin, bevor ich aus der Tür rausgehe. Weil das mit der Sneak Attack kann ich jetzt knicken. Du könntest dich noch bewegen. Ja. Du kannst ja als Bonus-Action Disengage machen. Stimmt. Okay, also gegen Richard hat der Bandit eine mächtige 20. Natural 20. Yikes. Warte, der Bandit hat angegriffen, nicht der Bogenschütze, gell? Nee. Der Bandit hat nicht gegen Richard, sondern gegen Maramos, der eine noch angreifen durfte. Der Richard hat doch gerade erst eingekriegt. Und ja, aber Richard, von denen, die nachkommen. Richard bekommt mächtige 7 Piercing Damage, als das Kurzschwert von der Seite ihn unerwartet trifft, als dann Bandit plötzlich auftaucht, wo der. Stopp. Jetzt Richard oder Maramros wird getroffen? Das war jetzt Richard. Wir gehen jetzt von links nach rechts also, durch. War jetzt die Natural 20 war jetzt gegen Richard oder gegen Maramros? Gegen Richard. Gut, weil ich habe gerade Maramros verstanden, weil das wollte ich cutting worten gegen Richard. Ja. Habe ich Maramros gesagt oder Richard? Weil ich habe Maramros also, verstanden. Ich wusste, dass er gegen mich geht. Also, ich hatte mitbekommen, dass er gegen mich geht. Weil ich dachte, der geht gegen Maramros. Und gegen Maramros kann ich es nämlich nicht machen. Ja. Alles klar. Bringt bei einer Natural 20 cutting worten etwas, weil sie mich immer automatisch trifft. Genau. Natural 20 trifft immer automatisch. Genau wie eine Natural One immer verfehlt. Wir haben gegen Narkax einmal eine 20 und einmal eine 17. Die 20 trifft, die 17 nicht. Alles klar. Also, ja, eine 20, du brauchst mindestens eine 19, um zu treffen. Das sind 6 Piercing Damage. Also wieder einer dieser kleinen Banditen durch deine Verteidigung stößt. Ist ja doch ein 1 gegen 5 Kampf da oben. Gut, und der eine gegen Maramros stürmt an, hebt sein Kurzschwert, sticht nach dir und verfehlt. Ja gut, er ist schon ein bisschen angeschlagen, der ist anscheinend Blut in sein Auge getropft und kann nicht mehr genau zielen. Total ist vorbei. Genau, es ist erschöpft von dem weiten Weg, den er gerade gelaufen ist. Ja. Exhaustion. Dann bist du sogar dran. Gut, dann würde ich mal auf den, der mich gerade angegriffen hat, direkt mal zurückschlagen mit 2 Angriffen. Einmal. Er sieht ziemlich schlecht aus. Kannst du ja erst mal einmachen. Ja, dann mache ich erst mal einen. Ja, dann gucken, was der Dolch so meint. 15 trifft aber, glaube ich, nicht, oder? Doch. Okay, gut. Dann die haben bloß einmal 7 Schaden. Wie möchtest du ihn erledigen? Diesmal nehme ich einfach die anderen Niere, in die ich reinsteche. Von der anderen Seite. Auch schön. Mach am Rost der Nierenstecher. Genau. Wir haben ja gute Manieren hier. Natürlich. Und dann Nummer 2. Der kriegt dann mit dem Feuerdolch Offhand noch einen ab. Ja, hoffentlich trifft's auch.
13. Trifft. Gut, das wären dann 4 Stich plus 1 Feuer. Okay, wie möchtest du den erledigen? Der kriegt dann mit dem Feuer durch so auf Höhe des des Bauchnabels einmal drüber gerutscht oder einmal durch, dass es ein wenig flambierten Darm gibt. Der Geruch ist nicht sehr angenehm, der dir entgegenkommt. Und auch Nachkax bekommt so einen leichten Lufthauch von der Seite. Riecht sehr angenehm. Also ihr kennt ja alle so Plumpsklos. Habt ihr auch immer wieder benutzen müssen. Und ihr habt alle schon mal mitbekommen, wie so ein Teil das Brennen anfängt. Riecht genauso. Lecker. Herr Dämon, er manifestiert sich noch weiter. Richard Drehkrog komplett durch. Der Dämon der Scheiße. Nicht geboren, in die Welt geschissen. Müsst doch mal wieder schauen. Sehr schön. Alles klar. Mhm. Dann, Herrschaften. Top of the Round. Narapir. Ja, das Übliche. Narapir wird hier mal versuchen, nochmal einen Eldritch Blast draufzuhauen auf den gekürzten Fuzzi. Ja, hoffentlich trifft er auch mal. Der erste ist eine 25. Trifft. Ah, es sind aber nur 4 Force-Schaden. Es sind sieben. Sind 7, alles klar. Mhm. Er schaut auch schon nicht mehr so gut aus. Also diese Handauflegung vom Priester vorhin, die Wirkung ist mittlerweile wieder verflogen, so viel wie er wieder einstecken musste. Genau, und dann kriegt er direkt noch einen zweiten ab. Ja. Und der hat eine 22, das war gewürfelt mit einer 15. Das reicht leider nicht. 15? Für einen Crit. Ein bisschen mit einer 19. Nee. Weil der Würfel ist nämlich genau unter meine Turn oder gerollt, deswegen habe ich nicht gesehen, was gewürfelt worden ist. Wie viel Damage? 10 Force. Hast du dein Proficiency? Habe ich drauf gerechnet, ja. Okay. Diesmal habe ich es richtig drauf gekriegt. Der pfeift mittlerweile aus dem letzten Loch, der Banditenanführer, beziehungsweise der Bandit Captain. Mhm. Möchte Narapir noch was machen? Kann Narapir noch was machen? Das ist die Frage, ob Narapir. Also eigentlich. Ich könnte Richard nochmal heilen. Wie schaut Richard aus? Bisschen mitgenommen, aber nicht mehr so schlimm wie gerade. Er pfeift noch nicht aus dem letzten Loch, aber er steht kurz davor. Ja, auf Level 1 bringt es halt nichts. Wobei, ich habe noch einen Level 2 Spellslot übrig. Ah, den würde ich mir gerne aufheben. Hebt sie auf und nachher Herr Schwarzklinger wieder zu retten bringen. Narapir hat fertig. Narapir hat fertig. Dann Turn Order, next. Richard. Narapir ist nicht fertig. Go, Richard, du schaffst es. Richard bekommt nochmal eine Bardic Inspiration. Die letzte für diesen Tag. Nee, bis zur Shortrest. Bis zur Shortrest, ja. Erstmal bis zur Shortrest kommen, mein Freund. Das wird schon funktionieren. Dann, Richard, schaut einmal den Banditen an, der gerade so neben ihm gekommen ist und ihm an der Schulter getroffen hat mit dem Schwert. Seht ihr nicht, dass wir uns gegen diesen Dämon verbünden müssen? Und haut mit dem Kriegshammer nach dem Banditen-Captain. Alles klar, dann gib ihm. Ich nutze meine Bardic Inspiration, um auch nochmal sicher zu gehen. Moment, würfel mal auf Persuasion, bitte. Okay. Das ist eine natürliche 1 für 4 insgesamt überzeugen. Die Würfel habe ich nicht mehr gesehen. Du schreist ihn an von einem Dämon. Er schaut einfach bloß so kurz verwirrt an, aber bringst damit nicht genug aus der Fassung, dass er irgendwie abgelenkt ist. Ja, ich habe eine 17, um den Banditen-Captain zu treffen. Wo du gewürfelt hast, kam die 1 bei mir an. Genau. Ja, bei mir auch. Der Banditen-Captain, den triffst du mit einer 17. Dann sind das 11 stumpfer Schaden. Wie möchtest du ihn erledigen, dein Erzfeind, dein Dämon? Ähm,
er ist halt so am, die ganze Zeit am Fuchteln und wild und hin und her und wie aber Wind, der klingt, der einfach nur an mir abprallt. Ich nutze dazwischen eine der Pausen, hau einmal mal so mit meinem Schild die eine Klinge weg, sodass er kurz unterbrochen wird und hau dann mit dem Hammer ihm in die Seite und drehe ihn einmal gegen die Wand. Alles klar, er schmettert gegen die Wand, du hörst Knochen, Rüstung und alles knacken und er rutscht von der Seite der Wand einfach runter, lässt den Kopf hängen und ist besiegt. Der Dämon ist ausgetrieben. Warte, jetzt will ich noch was sagen. Ja. Als Richard hier und seinen Dämon tötet, ziehen sich die schwarzen Streifen zurück und fliegen in so einem Schlabberfaden, oder nicht Schlabberfaden, das ist so, ich weiß nicht, wie so ein Faden, der sich so rauszieht, und zurück zu Narapir. Narapir heilt sich nämlich um 5. Warlock Level plus Charisma. Charisma-Mod. Schön. Nee, nur warte. Warlock Level plus Charisma-Mod. Okay. Wobei, kurze Frage. Hier steht, ja doch, Warlock Level plus Warlock Charisma. Aber selbst wenn dabei gestanden wäre Level, hätte ich gesagt Warlock Level. Nee, wegen Level, ich war nicht mehr ganz sicher, ob Level oder Half-Level draufsteht. Auf jeden Fall heile ich mich jetzt um 5. Dann bin ich jetzt wieder auf 66 HP. 6-6. Und Richard sieht schwarze Wolken aus dem vermeintlichen Dämon zu Narapir fliegen. Ja, also du bist da sicher, dass Narapir jetzt von diesem Dämon besessen wurde. Viel Spaß beim Roleplay. Alles klar. Möchtest du noch was machen? Ich bewege die Waffe halt nochmal 20 Fuß näher ran. Kurze Frage, nachdem der Kleriker gestorben ist, müsste seine Waffe nicht eigentlich auch verschwunden sein? Ja, schon, aber... Ist mir gerade nur so aufgefallen. Und ja, das schon. Endet dann mein Zug. Alles klar. Dann ist der Bogenschütze dran. Der Bogenschütze sieht den Bandit-Captain vor sich zu Boden sinken. Oder von der Wand rutschen. Rückzug! Rückzug ins Haupthaus! Und verschwindet. Du stößt die Tür neben sich auf und rennt hinein. Wer macht das? Der Bogenschütze. Ach so, der Bogenschütze. Ja. Kann ich was dagegen machen? Nö. Nö. Bogenschütze verschwindet. Dann wäre der Kleriker dran. Der Kleriker hat ins Gras bissen. Ferner. Ferner ballert nochmal auf den Magier. Bitte. Der erste Schuss. Und Natural One. Würfel mal D20, bitte. Oh, jetzt habe ich schon ausgeklickt. Ja, ich mache schon einen D20. Moment. Roll. Und D20. So. Ich habe das R vergessen. Ja. 7. Fuck. Das geht nicht gut. Nee. Richard, du spürst auf einmal so einen stechenden Schmerz im Kreuz. Roll mal Damage. Ja, das waren 9 Schaden bei dem ersten Schuss. Damage oder plus Eis. Achso, plus Eis ist nochmal 1d4. 1d4, ja. Eins, also 10. Du bekommst insgesamt 10 Damage, als dir ein Pfeil von deinem Verbündeten ins Kreuz fährt. Und du bist dir nicht sicher, ist jetzt Narapir vom Dämon besessen oder Fëanor? Könnte beides sein. Sorry, war nicht mit Absicht. Auf jeden Fall, der zweite Schuss auf den Magier ist eine 27. 27 trifft definitiv. Genau, mach mal jetzt hier nochmal... 1d8 plus 1d6 plus 1d4 sind also insgesamt... Boah, habe ich scheiße gewürfelt. 11. Richard, da passt Ding... Da ist Ding Workhorse nicht dabei. Stimmt. Das habe ich vergessen. Ha, macht nichts. Eine 1, also 2 und eine 1. Oh mein Gott. Wie viel Damage kriegt er? 11. 11. Ja. 7 Piercing und. Achso, mir wird da zwar die Wurfschwelle nicht gezeigt. Okay, also 11. Ja.
Ich habe mit einem D8 eine 1 gewürfelt, mit einem D6 eine 2 und mit einem D4 eine 1. Also der Magier pfeift mittlerweile auch aus dem allerletzten Loch. Hätte ich mal ordentlich Damage gerollt. Ups, wenn ich gegen den Kugel komme. Sorry. Macht nix. Gut. Damit ist 450 gemacht. I think... Ja, ich glaube, der ist durch. Also der Magier hält sie an der Seite den Pfeil, der hat den Bauch getroffen, hält sie die Seite und zieht sie auch zurück, streckt aber vorher noch die Hand gegen Fëanor und castet ein Level 4 Magic Missile. Boah, Level 4? Ja. 3, 4, 5, 6. 6D3 plus 6. hallo? Nee, es ist 6D4. Nicht 6D3. Halt, 6D. Oh, Entschuldigung. Dann machen wir das nochmal. Dann kriegt Fëanor insgesamt 22 Force Damage, als 6 Geschosse auf ihn niederprasseln und er seinen guten Treff von gerade ziemlich bereut. Und der Magier zieht sich auch ins Haupthaus zurück. Es sind 22, das war es nämlich mit Fëanor. Der ist dann auf, der hat minus 2 HP. Das ist egal. Er fällt auf 0 und ist K.O. Also Fëanor macht ab nächster Runde Death Saves. Mhm. Alles klar. Dann ist Narkax drauf. Ja, Narkax steckt immer noch bis zum Hals in Banditen. Seht, dass die zwei sich jetzt leider aus seiner Reichweite bewegt haben. Mhm. Und sagt sich, na schön, wie ihr wollt. Wer sieht denn hier noch so halbwegs fit aus von denen? Ich sag da, wer scheiße aussieht. Wer sieht nicht mehr so fit aus, genau. Die beiden links von dir, also direkt Kästchen links und Kästchen links unten, die schauen echt schon ziemlich mitgenommen aus. Der eine wurde von deinem Elektrostrahl geröstet und der andere hat sich einen Schlag mit deinem Zepter eingefangen. Ja, dann fangen wir mal bei ihm an. Er kriegt meine normale Attacke ab. Jo, Moment, ganz kurz. Muss bloß kurz da schnell was ändern. Dreizehn trifft. Und da du mindestens 2 Damage machst, wie möchtest du ihn erledigen? Ja, da danach ist er schon ein bisschen sauer ist. Du hast gesagt, der ist schon angebrannt. Der war schon leicht angekokelt, ne? Ja, der angekokelt ist der unten links. So. Ja, also, der hängt schon wahrscheinlich an einem so leicht. Da hat schon hielt sich eine Seite, wo er schon einmal getroffen wurde. Ja. Deswegen macht Narkax einmal kurz BOOM! Und in diesem Moment der Unaufmerksamkeit, zack, kriegt er einen auf den Deckel. Dong! Ja. Also der Schädel ist ein bisschen eingebeult, aber definitiv noch zu gebrauchen. Ja. Ich glaube, wir brauchen eh keine mehr, von daher. Meine zweite Attacke kriegt er ab. Du meinst den unteren davon, ne? Ja, er. Also den da. Mittlere. Nein, der mittlere. Der ist aber nicht angeschlagen, der mittlere. Er kriegt trotzdem meine zweite Attacke ab. Okay, alles klar. Zwölf. Ich seh wieder nichts. Also ich habe eine 12 gewürfelt zum Treffen. 12 reicht. 12 reicht, gerade so. Dann nimmt er 13 Bludgeoning Damage. Wie möchtest du diesen Herren erledigen? Er dreht sich kurz um, guckt seinen Bossen hinterher, die gerade abgehauen sind. Denkt sich vielleicht, vielleicht sollte ich jetzt die Beine in die Hand nehmen. Achtet aber leider nicht auf mich. Und zack, kriegt einen mit voller Kraft einen Hieb von mir gegen die Schläfe. Alles klar. Fällt um wie ein nasser Sack Kartoffeln. Ja. Und wie ein Sack Reis in China. Bonus Action. Spiritual Weapon auf ihn. Alles klar. Gib ihm. Puh. 16. Trifft.
Wie möchtest du ihn erledigen? Das waren jetzt drei Tote in einer Runde, schön. Ja. Er guckt links, sieht seinen Kameraden fallen, er guckt rechts, sieht seinen Kameraden fallen, er guckt nach oben und sieht den Hammer fallen. Genau, sieht den Hammer fallen. Klonk. Stop. Hammer time. Genau. Ken alles klar. Das. Damit hat Narkax jetzt ziemlich gekonnt drei Banditen platt gemacht. MVP. Oh ja. Banditenkiller der Woche. Mitarbeiter der Woche. Genau. Alles klar, dann bist du, denke ich mal, fertig mit dem Zug, oder? Ja, ich bin fertig. Alles klar. Dann wäre der Bandit Captain dran, der liegt aber gerade so neben der Wand und riert sie nicht mehr. Dann sind die Banditen dran, die würden an euch vorbeirennen. Also auch Richtung Haupthaus. Durchs Tor. Ja, dann. Also der hier fängt sich auf jeden Fall noch eine Attack of Opportunity auf dem Weg nach draußen von mir. Okay. Bitte. Ich würde dann auf meinen auch einen Gelegenheitsangriff drauf machen, wenn er sich nicht der von mir... Der ging vorbei. Der ging voll dabei. Disengaged. Kriegt eigentlich deine Spiritual Weapon auch einen Opportunity Attack? Nein. Ich glaube nicht. Nee. No. Und also selbst wenn, könnte er keine Reaktion dafür benutzen. Genau. Ja. Also du hebst dein Zepter, willst es auf den Kopf des Banditen niederhauen lassen, flutscht dir durch die Finger und klappert so am Boden dahin. Du bist gerade unarmed. Richard, hast du gewürfelt? Noch nicht. Okay. Das wäre eine 13 Treffen für 12 Stumpfen Schaden. Wie möchtest du ihn erledigen? Gemeinsam mit dem Pferd. Ich ziehe mit dem Hammer die Beine weg, während er wegrennt, sodass er noch vorne auf sein Gesicht fällt und irgendwie einen spitzen Stein trifft, der ihn kaputt haut. Alles klar. Okay, die anderen beiden rennen an euch vorbei. Und ihr hört bloß noch, verriegelt das Tor, verriegelt das Tor und bumm. Tür geht zu. Ihr hört einen Riegel vorschieben. Ihr seid jetzt offiziell out of combat. Achso, sind die gesprintet oder was? Nee. Gut, Narapir dreht sich mal um und verarztet mal Fernau. Also ihr seid jetzt offiziell out of combat. Ich bin noch nicht aus dem Kampf raus. Ich drehe mich mit dem Hammer rum zu Narapir und sehe, wie er versucht, Fernau zu verarzten. Er beugt sich gerade über Fernau und du hast da gesehen, wie dieser schwarze Dämonenhauch in ihn reingegangen ist. Du weißt nicht, was er gerade vorhat. Soll ich nochmal eine Einsichtprobe, also eine Insight-Probe oder ja, was würfeln? Machen wir, ja. Es wäre eine 12. Also du merkst gerade, Narapi hat keine von diesen schwarzen Linien im Gesicht. Er schaut auch nicht so aus, als ob er irgendwie eine schlechte Intention hat, weil er gerade so ein Bandagenbündel in der Hand hat, was er aus seiner Hosentasche gezogen hat. Also du merkst... Ich will ihn damit erwürgen. Ja, genau. Na, aber er scheint wirklich gute Absichten zu haben und eigentlich normal zu sein. Also egal, was das war, entweder hat es keine Wirkung auf ihn gehabt oder es ist irgendwo anders hin. Okay, dann ist es wahrscheinlich in Fern... Dann ist es wahrscheinlich in Fern nur rein... Deswegen hat er mich dann noch angeschossen, aber da er jetzt bewusstlos ist, ist es höchstwahrscheinlich wieder raus, sonst wird er nicht so bewusstlos rumliegen. Deswegen renne ich an Narapir vorbei und schnapp mir vorher von Narapir seine Sachen. Ich glaube, ich bin ein bisschen besser in Medizin als du und fange selber an. Versuche, okay, Fernau zu stabilisieren. Dann machen wir einen Medicine-Check. Während das passiert, krieg ich Hilfe von seine Waffe ab. Ja, er kriegt Hilfe von mir. Und geht hier. Alles klar. Advantage. Danke, Skalpell. Bandagen, Tupfer. Also ja, du er ist stabilisiert. Du verbindest Fernor, deckst so die Löcher, die diese Magic Missiles hinterlassen haben, so gut es geht, ab. Also er ist stabil, aber solange er ist stabil, nicht irgendwie, aber er ist noch nicht bei irgendwie geheilt wird, ist er knocked unconscious für eine Stunde. Ihr steht vor einer verschlossenen Tür. Ja, erstmal möchte, glaube ich, Narkax
Also während Narkax so seinen Weg rüber macht, sich auf den Weg rüber macht, den anderen zucken immer wieder Blitze über seine Rüstung, springen an verletzte, verwundete Stellen und heilen sich dort. Ich benutze Lay on Hands auf mich selbst. Okay. Eine Waffe liegt immer nur auf dem Boden, ne? Die habe ich auch rum. Die gebe ich erst auf. Man benutzt Lay on Hands auf mich selbst. Und er hat 20 HP zurück. Mhm. Richard, du siehst auch nicht mehr so fit aus. Kümmern dich erstmal um Fëanor. Okay. Was ist mit ihm? Er ist halt bewusstlos am Boden. Was? Okay. Dann macht Nax einen Schritt an den beiden vorbei, stellt sich auf die andere Seite von Fëanor und legt so beide Hände auf seinen Brustkorb. Es gibt ein kurzes Bzzzt. Defibrillator. Für 5 HP. So einmal die Hände reiben. Weg! Weg vom Tisch! Ja. Ja, nur das ist magisch, da musst du nicht weggehen. Ja, alles klar. Also, Fëanor ist wieder online. Auf 1 HP wahrscheinlich drin, oder? Ne, 5. 5. Da würde ich ihm noch aus. Gerade einen von meinen mittleren Heiltränken geben. Gut, das waren 4d4 plus 4. Mhm. Weil der kleine war 2d4 plus 2 und der ist 4d4 plus 4. Achso, würfelst du? Ja gut, ich glaube, jetzt kann er selber trinken. Willst du würfeln oder? Also eigentlich würfelt der, der trinkt. Gut, ja, dann mach. Dann. Komm schon. Der schon nicht so weiß das. 12. Genau. Plus 12. Narapir wird jetzt auch mal zu. Also, Jungs, ich weiß nicht, wie euch geht, aber ich könnte eine kleine Pause verbrauchen. Und streckt sich einmal und setzt sich mal so auf den Boden. Und holt sich mal so einen Snackriegel raus. Erstmal Snickers. Haben noch ein paar Bretter und Nägel im Back of Holding, wenn ich mich nicht irre. Damit von außen die Tür auch nochmal verriegeln, sodass sie nicht raus können. Und dann Narapir kuschelt mal ein bisschen rum, zieht ein Brett raus, zieht noch ein Brett die raus. Die liegen alle oben auf der Mauer. Ah, stimmt. Ja, okay, Narapir geht erstmal zurück, geht sein Back of Holding holen. Den Back of Holding hab ich, den hat Richard noch. Ach, Richard, das hast du fallen lassen. Die Kühltasche, ne, ich habe nur ausgeleert. Die Kühltasche, drückt sie einmal Narapir in die Hand. Kannst du schon mal anfangen, Köpfe zu sammeln? Und wie nennt man das? Schlürft dann langsam hoch zur Mauer. Schaut, dass niemand aus der Mauer rauskommt, aus der Tür rauskommt, während wir unsere Pause machen. Und geht mal oben hin, alles einsammeln, was du so auf der Mauer rumfliegt. Ich denke, das ist eine leichte Aktivität, die man während der Shortrest machen kann, oder? Was? Zeug aufsammeln. Nee. Gut, dann holen wir zuerst Bretter und Nägel, verrammeln die Tür, dann sammeln wir alles Zeug auf und dann machen wir die Shortrest. Alles klar. Gut, ich würde dann in der Zeit, wenn die sammeln und aufräumen, würde ich mal hier in diesen Raum reinschauen. In diesen? Ich habe eine Idee, was ich kurz machen will. So, Turn Order kommen wir mal darüber. Ja, okay, das funktioniert wahrscheinlich eh nicht. Also du schaust rein? Erstmal nur vorsichtig. Ich gehe mal nicht davon aus, dass noch Gegner drin sind, aber man weiß ja nie. Also du linst mal kurz vorsichtig rein. Du siehst einen ganz normalen Raum. Und in diesem Raum sind Wände hochgezogen und vor diesen einzelnen Einbuchtungen sind jeweils Gatter angebracht. Das scheinen die Stelle gewesen zu sein. Ah, okay. Aber ohne Tiere. Du siehst, wo du reinziehst, aktuell keine Tiere. Du hörst auch keine. Ja. Also entweder sind die schon lange tot oder sind keine mehr drin gewesen oder weggerannt. Das kannst du jetzt auf den ersten Blick nicht sagen. Ja. Gut, dann würde ich hier nochmal einen Blick reinwerfen. Alles klar. Du öffnest die Tür, schaust rein. Also du
kennst dich jetzt nicht so wirklich damit aus, aber du siehst einen Amboss stehen, eine Esse, verschiedene Gerätschaften an der Wand, manche schon ein bisschen beschädigt, andere liegen am Boden rum. Das scheint die Schmiede gewesen zu sein. Alles klar, gut. Übrigens, die gesamte Festung ist, möchte ich das anmerken, komplett mit eurem Zeug aus dem Bag of Holding übersät, ne? Hm. Ja, dann helfe ich auch ein bisschen mit auf der Festung. Ja. Ja, du hast halt auf dem höchsten Punkt von deinem Rüberspringen über die Mauer geöffnet und reingeschmissen, also das hat sich alles wie Konfetti drüber verteilt. So hoch kann ich auch nicht springen. Alles klar. Dann lass mal hören. Okay, warte. Ja, ich sammle Zeug auf. Mhm. Ja, alles klar. Dann. Warte. Ich muss mal kurz würfeln. Vielleicht. Sollte ja hoffentlich funktionieren. Ich hol mal noch einen Fellball, was mich unterstützt beim Aufräumen. Okay. Der Aufräum-Dax. Ja. Dann kommt. Es ist dieses Mal ein. Eine Eule oder Taube oder was. Eine Eule. Also die Eule, die pickt so jeweils mit dem Schnabel jeweils eine Goldmünze auf und bringt es da jeweils. Ja, oder kann man den Krallen. Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen. Genau. Du schätzt ungefähr, mit dieser Arbeitsgeschwindigkeit habt ihr die Festung in ungefähr 3 Jahren frei. Ja. Ihr seid nur eine Unterstützung. Also ihr zwei. Die, jetzt habe ich einen Bildschirm gezeigt, bin ich blöd. Also Richard und Narapir, ihr zwei, die sucht, dürft ihr mal beide einen Perception-Check geben, ob ihr auch alles findet, was so drin gehabt habt in eurem Bag of Holding. Okay. 22? Mhm. Perception. Sehr schön. Natural 20. Also, Richard, du suchst so den kompletten Bereich ab, wo der Geldregen und Itemregen runtergegangen ist. Denkst auch, du hast alles gefunden. Und Narapir wischt so ein bisschen nach dir nach. Findet auch noch irgendwo ein Gold liegen und oder zwei, wo du wirklich gedacht hast, wo ist denn das bitte schon aufgetaucht? Und ihr findet tatsächlich wirklich alles, was in diesem Bag of Holding drin war, bis aufs kleinste Kupferstück. Schön. Holy shit. Hat jemand ein Penny in die Tür gesteckt? Ja. Während die beiden das suchen, setzt Narkax sich vor die Schmiede und fängt an, über den Zepter zu meditieren und sich zu tunen. Das kann man ja machen während einer Shortrest, wenn ich das richtig verstanden habe. Das kannst du in einer Shortrest machen, genau. Alles klar, du bist jetzt attuned zu dem Teil. Zu dem Zepter von Turin. Und mit Cleric Spell ist jeder Spell gemeint, der auf der Kleriker Spellliste steht. Yep. Den ich prepared habe. Yep. Das heißt also, ein Spell, der zum Beispiel für Kleriker und Paladine zugänglich ist, den könnte ich machen. Yep. Ist eigentlich ein ganz cooles Item für einen Paladin. Ja, scheint so. Ja, bis. Ich dachte halt erst, es wäre halt auch gut für so Kämpferkleriker, wie halt Richard. Aber für Paladin ist es auch ziemlich gut. Yep. Weil die Paladinen auch auf viele Kleriker-Spells Zugriff haben. Das ist sehr richtig. So, Herrschaften. Ja, wenn wir da oben alles aufgesammelt haben, gehe ich auch einfach mal hier in die Mitte. Lass mich erstmal hinfallen und falls wir noch Zeit weiter finde, falls ich auch noch die Zeit habe für eine kurze Rast, mache ich die auch noch in der Zeit, in der die anderen eben ihre kurze Rast mitmachen. Alles klar, gut. Dann ich weiß nicht, ob das für 2 kurze Rasten sein müssen oder ob wir da schneller sind und dann eben nur. Also, quasi eineinhalb Stunden ihr macht eine ganze Stunde Rast für Short Rest und lasst die eine Stunde lang da drin schmoren. Ich frage mich, ob die dann da einen Geheimgang drin haben, aber werden wir dann sehen, wenn wir reingehen. Hoppala. Ja, so. Dann kurze Rast. Ihr dürft heilen, ihr dürft eure Ressourcen, die bei Short Rest wieder resetten, auffüllen. Das volle Programm.
Super, das heißt, Narapir braucht eigentlich keinen. Ach doch, er nimmt auch mal einen Hit-Size für die 4 HP, die er verloren hat, die ihm noch fehlen. Ui. Das war Overkill. Aber schon 4 HP. Okay, das war auch ein bisschen Overkill. Ich wollte nur 4 HP heilen. So, aber Fëanor nimmt schon mal so gern 6 Hit-Dice. Davon nimmt er mindestens schon mal 2 Stück. Gut, das sind schon mal 16. Dann gucken wir mal, wo wir jetzt dann stehen. Das gibt's doch nicht. Ah, übrigens, stopp, ihr bekommt alle noch hier mein Healing Word drauf. Ah ja. Du meinst Song of Rest, oder? Song of Rest, genau. Das heißt, ihr bekommt alle nochmal für jeden Hit-Teil, den ihr ausgebt, nochmal zusätzlich einen D6. Okay. Das sind dann für Fëanor. Ach, bei mir reicht es einmal ein D6 oder pro Hit-Teil ein D6? Pro Hit-Teil ein D6. Nein. Nur ein D6 insgesamt. Nicht pro Hit-Teil. Das wäre schon ein bisschen sehr voll. Ich guck nochmal nach. Kannst du, aber da bin ich mir eigentlich sicher. All meine Hände ausgegeben und bin noch nicht voll. Wow. Ich bin gerade am was am machen. Was hast du gewürfelt? Grütze. Ich hatte zweimal eine 1. Ach, schön. Und ansonsten wäre der Rest auch nicht sehr viel besser. Ist doch nur ein Hit da. Sorry. Ein D6. Und auf diesem 1D6 habe ich auch noch einen 2 gewürfelt, also ich habe nur Mist gewürfelt. Oh, ganz gut. Na komm, Fëanor gibt noch einen dritten Hit da aus. Gibt's Erfahrung schon hierfür? Ja. Können wir machen, aber. Mir wäre das lieber, wenn wir das erst am Schluss ausrechnen, aber wir könnten theoretisch das auch jetzt machen. Aber ein Level-Up kriegt sie nicht. Ich hab's nur gefragt, wenn du uns jetzt Erfahrung gibst, dann fange ich an zu reden. Hier im Spielerhandbuch steht nichts davon, dass man eine lange Rast braucht fürs Level-Up und dann wird das nur zur Diskussion. Richtig, deswegen glaubst du das bis zum Ende der Session, weil ich mache das Level-Up gleich Long Rest. Aber das Gute ist, nach dem Spiel das auch in die Hausregeln rein. Bekommt seine Warlocks. Ich glaube, das ist doch sowieso im normalen Ding. Nein. Das ist. Nein. Ja. Tatsächlich. Das Spielhandbuch sagt, Level Up ist, sobald du deine die Erfahrungswertschwelle überschritten hast. Okay, dann. Nichts von einer langen Rast. Okay, dann immer noch eine lange Rast. So, nachher habe ich jetzt seine Warlock-Spellslots regeneriert. Yay. So, das ist wichtig. Ja. So, jetzt wollen wir mal kurz schauen. Plant hier mal ein bisschen oder macht's mal ein bisschen. Ich bin hier gerade nur ein bisschen am. Na, ich muss ja eh gleich weg. Ja. Ich auch. Ich muss eigentlich auch jetzt weg. Okay. Das heißt, können wir da eigentlich fast schon beenden. Mhm. Ja. Gut. Alles klar. Dann war die ganze Session heute praktisch wieder ein Kampf. Ja, die letzte ja auch schon. Ja. Naja, es war nur ein bisschen. Eigentlich ja. Aber sagen wir mal so, geschafft. Es ist. Eine Sache würde ich noch machen. Fëanor wird seine Pfeile wieder einsammeln. Alles klar. Die Hälfte seiner geschossenen Pfeile einsammeln. Der Regeln. Ja. Auf den Rest kann Richard Mending zaubern. Ja, 5 und auf den Rest kann dann Richard Mending machen. Da kriege ich wieder alle zu. Ja. Also. Nice. Aber sagen wir mal so, es ist halt ein richtig ausgedehnter Kampf. Ich meine, es ist schon ein Meilenstein. Es ist eure erste eigene Festung. Ja. Ja, ja. Wenn ihr sie behalten wollt. Ja. Natürlich wollen wir die behalten. Vor allem in Kriegszeiten, man kann nie wissen, ob man sich mal gegebenenfalls zurückziehen muss. Und dann gibt's, dann kann man ja bestimmt von unserem High-Level-Magic so eine Portal-Scroll sich organisieren. Jetzt haben wir ja so irgendwie so jede Kampagne, ich weiß nicht, jede Kampagne, die ich bis jetzt mitgekriegt habe, die hat ihren High-Level-NPC-Wizard, der der Gruppe immer mal wieder helfen kann. Und von dem man ja, Scrolls kaufen kann. Sagen wir mal so, ihr habt theoretisch habt ihr Zugang zum Archmage.
Eben. Ja. Das meine ich auch. Was ihr von dem bekommt, das steht in den Sternen. Das ist dann eine andere Frage, genau. Richtig. Weil man, Ressourcen sind rar gesät zurzeit. Ja. Gut. Gut. Freunde, 200 Gold für das Gold können wir ihm auch geben. Gut. Dann, nächste Woche, ne? Jo, dann machen wir noch eine Abmoderation, ne? Mhm. Gut, dann würde ich sagen, machen wir an dieser Stelle Schluss. Hat wieder recht gut Laune gemacht, hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Dungeon Crawl wäre spaßiger gewesen. Bitte? Ein Dungeon Crawl wäre spaßiger gewesen. Ja, der kommt demnächst, wenn ihr, je nachdem, was ihr so treibt. Aber in diesem Sinne würde ich dann sagen, sehen wir uns wieder in 3 Wochen. Nächste Woche ist dann Flo's Kampagne dran. Hey, nee, ich hab doch erst letzte Woche gemacht. Shadowrun ist dran. Letzte Woche ist ausgefallen. Letzte Woche ist ausgefallen. Das müssen aber die Zuschauer jetzt nicht hören. Genau. Ja, genau. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei den nächsten Folgen dann. Und man sieht sich dann. Ciao. Bis dann. Tschüss.